So, meine Lieben, hier zurück. Am Postkasten. Es gibt so viel super wichtige Briefe. Und wir fangen natürlich immer wieder von unten an, sonst sind die chronologisch wieder falsch. Es ist natürlich schön, wenn ihr dann die andersrum, also wenn ihr halt danach noch Fragen schickt, wo dann die vorher auch mit drin sind, aber egal. Wir fangen mal ganz unten dran. Molly Swordjohn, ich glaube, ich habe nämlich alles gelöscht. Bitte, jetzt, wo du mir Freundschaftsanfragen schicken kannst, wenn du wieder Platz hast. Nein, ich verschicke keine Freundschaftsanfragen. Bitte schickt mir Freundschaftsanfragen. Ich muss auch gleich nochmal Leute grüßen. Das machen wir gleich sofort. Ich muss nur unbedingt Platz schaffen hier drin, weil das schon wieder voll ist. Wir machen also in der nächsten oder in der diesen Folge noch, machen wir noch Gewinnspielauflösung und Grüße. Das machen wir in der nächsten Folge. Machen wir Gewinnspielauflösung und Grüße. Genau. Machen wir das. Mary Wolfberg. Hi, Peggy. Ich habe dich eben zum First Mal gesehen und plötzlich bist du weg. Trauriges Smiley. Möchte auch mal mitreiten. Oder so. Yay, Netzwerkfehler. Und wir machen weiter mit Mary. Ja, Mary, das tut mir leid. Das passiert natürlich ab und zu, dass ich rausfliege. So wie gerade, da bin ich dann schnell mal weg. So passiert das halt leider bei den Star Stable Servern. Da kann man dann leider auch nichts machen, da fliegt man dann einfach mal raus. Melanie Mystery Smith. Hallo Peggy, Herzchen Smiley. Ich liebe deine Videos. Jeden Tag schaue ich auf deinen Kanal, ob du neue Videos hochgeladen hast. Du kannst mich auch einfach abonnieren, dann siehst du das immer, ob ich neue Videos hochgeladen habe. Ich würde gerne in deinen Club, aber ich habe auch ein ganz tolles, nettes Clubby. Hä? Was? Achso, sie hat ein Clubby. Fragen, wie viele Jahre alt bist du? Ich bin 28. Weiß deine Lieblingspferde in SO? Ich glaube, irgendein Kalti oder ein Andalusier. Oder der hier. Die sind auch, die Friesen sind schon sehr schön. Oder die Anders sind auch sehr schön. Ha. Die sind schon hübsch. Hast du Spaß beim Videomachen? Tierisch. Ich würde mich echt freuen, wenn du antwortest. Musst du aber nicht. Deine liebe Grüße, deine Melanie. Ja, Melanie, Mystery Smith, damit deine Fragen beantwortet. Alles so Fragen. Ist ja auch egal. Man kann ja auch nicht jede Folge gucken. Ich meine, ich lade fast jeden Tag 2 Star Stable Folgen hoch. Wieso sind denn da welche schon gelesen? Das ist komisch. Lola Suntry, du bist cool. Hi Peggy, ich wollte nur mal sagen, du bist der beste I love, ja. Und deine Videos sind der Hammer. Ich muss bei jedem Video lachen. Und wie soll ich sagen? Mach weiter so, allerbester SSO-Spieler und YouTuber der Welt. PS, bitte schreib zurück. Ich weiß zwar, du antwortest im Video, aber wenn du antworten würdest, wäre das super geil. Ich schreibe mal so, Lola Sunfield, Dankeschön. Sehr geil. Jawohl, er nimmt's doch sogar. Krasser Scheiß. Conny Silent Lord schreibt, bitte lesen. Das machen wir jetzt mal gleich. Hast du Skype? Wenn ja, die steht hier irgendwo. Wenn ja, sag bitte Skype-Name, dann kannst du mit Marlin und mir skypen. Er läuft dein Kanal und ich. Ja, natürlich habe ich Skype, aber ich gebe das nicht raus, weil, nein. Mach ich nicht. Lola Suntry, du bist cool, hatten wir gerade. Dankeschön, Lola, und auch nochmal hier an Conny die Info. Ja, nein, das mit Skype, das geht halt nicht. Na, das lassen wir. Jeder hat Skype. Jeder hat Skype. Ich glaube, ich kenne niemanden, der kein Skype hat. Aber es geht halt nicht, ne? Ich gebe das nicht raus. Könnt ihr vergessen. Bianca Goldforce. Oh, Bianca Goldforce? Nein, das ist Melanie Goldforce, ist die an. Ist ja egal. Hi, Perky. Deine Videos sind spitze. Man hat einfach immer was zum Lachen. Vor allem deine Videos mit deinem Club finde ich super. Es ist einfach immer mega lustig zu sehen, wie dann so eine Riesenmasse SSO-Spieler irgendwo lang reitet. Grüß sie doch mal, ganz lieb. Also lieber Club, viele Grüße von Bianca Goldforce. Leider komme ich nicht regelmäßig dazu, all deine Videos zu schauen. Die Tage sind dummerweise eindeutig zu kurz. Ja, das ist so. Und heute haben sie uns wieder eine Stunde geklaut. Wegen Sommer- und Winterzeitumstellung. Naja, schöne Grüße vom ersten Server. Liebe Grüße, Bianca. PS. So lang sollte es gar nicht werden. Egal. XD. Ich freue mich auf die nächste Postfolge und deine Antwort. Anführungszeichen. Smiley Face. Ja. Dankeschön, Bianca. Ich hoffe, dass... Also, ich fand den Brief sehr nett. Ja, und das mit dem Video stimmt. Es sind halt viele. Ich möchte halt schon einige Videos oben haben, damit ihr was zum Gucken habt und so. Ja, ansonsten haue ich halt jetzt auch nur noch alle 2 Tage ein Video hoch, wenn euch das zu viel wird. Nein, Quatsch. Macht nur Spaß. Macht nur Spaß. Ja, Bianca Goldforce, Dankeschön und liebe Grüße zum Server 1.
Warum habe ich den nicht gelöscht? Da habe ich doch gerade gelöscht. Molly Claydlund. Claydlund? Claydlund? Huhu, schreibt sie. Hi Peggy, ich wollte dir sagen, dass deine Videos super sind. Dankeschön. Und du könntest von mir grüßen. Ich grüße Catalina Snowmorton. Liebe Grüße, Catalina Snowmorton. Liebe Grüße, Abby Zebranos. Liebe Grüße, Willow Skystorm und Jane Blueberg. Seid herzlich gegrüßt von Molly Cloudland und von mir. Wäre super lieb. Liebe Grüße, Molly. Ja, das habe ich damit getan. Ich hoffe, du bist so zufrieden. Denise Geiner schreibt, die stehen hier alle wieder da. Da steht die Denise und schreibt trotzdem Postletters, ne? Das kann sie. Da stehen und trotzdem Brief schreiben. Vanessa River Camp. Peggy, du bist einfach der Beste. Voll witzig vor allem. Bleib wie du bist. Mit freundlichen Grüßen. Vanessa River Camp. Mit freundlichen Grüßen. Dankeschön, Vanessa. Es ist sehr lieb von dir. Die anderen natürlich auch, also alle, die jetzt Komplimente gemacht haben. Vielen Dank dafür. Ne? Ich muss dafür nicht vielen Dank. Auch an die vorherigen Briefe natürlich, falls ich da nicht explizit mich bei euch bedankt habe. Vanessa River Camp, noch ein Brief. Und magst du alle deine Fans? Ja, ich mag alle meine Fans. Wirklich sehr, sehr gern. Alle. Jeden von euch. Wirklich. Kein Scheiß. Ihr seid total toll. Sabrina Dochgirl. Hey. Ein riesen Dankeschön an dich, Peggy. Erst dachte ich komme nie rein. Achso, weil sie... Ja, und schon ist sie wieder raus, ne? Und jetzt ist mein Traum... Ja, da bin ich wieder. Wir machen wieder weiter mit dem Brief so von Sabrina Dorkgirl. Da habe ich beim letzten Mal aufgehört. Ja, auf jeden Fall. Ein großes Danke. Viele Grüße, Sabrina Dorkgirl. Ja, gerne. Was du sicher weißt, weil mich alle in Star Stable mobben. Also, jetzt muss ich mal sagen... Also, erstens weiß ich, dass das nicht stimmt. Und zweitens... übertreib doch das nicht immer mit dem... Oh, ich werde gemobbt und bla bla. Also... Ich sag mal so, es gibt so drei Variationen für mich. Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich mit euch sein, ja? Und dann glaube ich, muss auch jeder mal so ein bisschen bedenken. Also erstens gibt es die Möglichkeit natürlich, dass wirklich jemand gemobbt in Anführungszeichen wird. Ja, so dass man wirklich sagen kann, oh, das ist Mobbing. Aber das ist total relativ. Da glaube ich, empfindet auch jeder was anderes als Mobbing, weil das ein total dehnbarer Begriff ist, ja? Ich sag ja nicht, dass es Mobbing nicht gibt oder dass es was Unwichtiges ist. Ich sag nur, dass es halt sehr, sehr relativ ist, wer was unter Mobbing versteht. So. Dann zweites, sind manche Leute auch ein bisschen selber dafür verantwortlich, dass sie bei anderen Leuten nicht gerne ankommen, weil sie oft Streit suchen, weil sie rumstressen, weil sie nervig sind, keine Ahnung. Das ist auch ein Faktor. Man darf nicht das immer so hinstellen und sagen, oh, mir geht's so schlecht, oh, alle hassen mich, ohne Grund, ja. Oh, was soll ich nur machen, keiner mag mich, mein Leben ist scheiße. Und dann gibt's auch einfach die, die maßlos übertreiben und immer rumjammern, ja. Also... Lernt es bitte oder versucht es euch das, nehmt euch nicht immer alles so zu Herzen, ja, es ist nie wirklich alles so schlimm, ja, es ist nie wirklich alles immer ernst gemeint, ja, und nicht immer alles ist so tragisch und Mobbing und bla bla und wenn man halt auch selber streitsüchtig ist oder so, das hat jetzt gar nichts mit Sabrina Dockel zu tun, das sage ich jetzt generell an alle, ja, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr gerne Zoff macht, dass es dann auch zurückkommt, ja. Und dachte, es dann Streit gibt. Deswegen nervt mich das so, wenn es in Star Stable oder so oder irgendwo anders immer so Lästereien hinten rum und bla bla und da gibt es irgendwelche Intrigen und da gibt es immer das, weil es so sau unnötig ist, weil sich jeder so nur Gedanken um seinen eigenen Scheiß kümmern machen muss. So, weißt du, was ich meine? Versteht ihr das? Und dann gäbe es doch gar nicht dieses, und die mag vielleicht mich nicht und die mag mich nicht und bla bla und die hat was gesagt und so. Scheißegal. Das ist doch wurscht, ja, so jeder muss so mit sich selber zufrieden sein und so und mal ein bisschen drauf scheißen, was die anderen sagen, ja, nur so als kleiner. Tschüss, Sabrina Dockel, nachdem sie eh schon wieder aus dem Club raus ist. Tschö. Naja, egal, deswegen habe ich ja auch nichts gegen sie, ja, nur weil sie jetzt im Club war und dann hat sie gesagt, aus diversen Gründen XY, die ich jetzt nicht nennen möchte, geht sie wieder raus. Dann, deswegen sage ich ja auch nicht, oh, sie ist scheiße, sondern sage ich so, ja, okay, dann halt nicht, wenn du das nicht willst, wenn du meinst, das gefällt dir bei uns nicht, wie auch immer, ist ja auch egal. Deswegen braucht man nicht immer gleich haten und sowas, ne? Wichtiges Anliegen, hallo Peggy, ich weiß, dass du viele Clubanfragen bekommst, Capri Westwood, aber einfach mal so lange ich bin Platz frei. Sag mir einfach bitte bald, ja, ja klar, es ist immer ein Platz, es ist immer ein Platz frei, aber wir machen das halt so mit Anfragen und wir haben so eine Liste und dann klappern wir mal ab, so wer in Frage kommt und wer nicht. Und dann sagt der Club immer, ja, die nehmen wir. Und dann, ja, dann ich schlag das dem Club immer vor und die sagen dann, ja, nehmen wir. Oder die, nie, kennen wir, schlechte Erfahrungen gemacht, wie auch immer. So läuft das. Capri. Damit du Bescheid weißt. Ich denke, das weißt du auch. Anne Silent Daughter. Hä? Kapiere ich nicht. Achso, irgendwas war. Okay, keine Ahnung. Anne, du bist schuld, was?
Okay, irgend so eine Melanie. Oh, das weiß ich nicht. Da ist wahrscheinlich, da muss ich mal eben kurz, nicht, dass es um irgendwas Wichtiges geht und Denise vergessen hat, dass sie mir das hier nicht schreiben soll, weil ich sie irgendwie aufnehme. Moment. Okay, sie hat geschrieben, Melanie steht auf die Popos deiner Pferde. Ja, das tut Melanie wirklich. Das mag sie sehr gern, die Melanie. Die Melanie steht auf Popos. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Doch, ich glaube, ihr habt es im letzten Postvideo schon gesehen. Die Melanie, die macht das sehr gerne. Ja, sie ist in tierärztlicher Voraussorgepflicht unterwegs und deswegen. Sabrina Dockel! Ich weiß wieder, aber scroll mal runter. Ist nicht privat. Kann YouTube wissen. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt hassen wirst. Ich habe es nicht verdient in eurem Club. Ich bin blöd. Ich weiß nicht genau, warum ich im Global Chat gemobbt. Hä? Was? Schon wieder haben wir das mit dem gemobbt? So ein Quatsch. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendwer gemobbt wird. Dass die Leute sich streiten, ist ja klar, aber das hat doch nichts mit Mobbing zu tun. Was sind das hier für eine Folge? Es geht immer nur um Mobbing und reißt euch mal zusammen, wirklich. Hat nichts mit Mobbing zu tun, ganz ehrlich. Es ist nie irgendwas so schlimm und mit Mobbing und so. Das ist ein Spiel, da kann man einfach ausmachen, ja. Oder den Chat zumachen oder what the hell. Und es geht und es kann jeder von euch, ja, mal wirklich. Ich habe auch schon Aussagen gehört wie, ich kann das nicht zumachen. Ich will ja dann wissen, was da geschrieben wird und bla bla. So, ja, dann reg dich nicht drüber auf. Und wenn du Stress machst, dann ist ja klar, dass das Leute nervt. Und das ist nun mal auf dem Haufen, gerade in SSO, wo viele und bei Mädchen, sie zanken sich halt einfach gern. Oder mehr oder wie auch immer. Und dann gibt's Drama und dann verstehen sich wieder, dann lieben sie sich wieder und dann zanken sich wieder. Und gerade wenn viele Altersklassen so aufeinandertreffen und so, boah, dann eskaliert das immer total. Und naja, egal. Gemobbt und beleidigt. Mich mag einfach keiner. Ist einfach Quatsch, Sabrina Docker. Ist einfach totaler Quatsch. Das muss ich ansehen, als ich schon mal im Club war. Ist genauso, wie sie bei uns im Club war. Da hat auch niemand was gegen sie gehabt. Aber sie ist halt von alleine wieder rausgegangen. Ja, nur weil sie denkt, dass jeder was gegen sie hat, heißt es ja nicht, dass das so ist. Ja, ihr müsst euch mal so ein bisschen das klar werden. Nur weil ihr glaubt, dass jemand euch nicht mag, dann heißt das nicht, dass jemand euch wirklich nicht mag. Oder dass keiner euch mag oder dass jeder euch hasst. Übertreibt doch nicht immer so. Das muss ich ansehen, da schon mal Club, was um mich gelesen wurde, musste ich hier wieder weinen. Was? Wegen dem dann weinen? Das ist doch totaler Quatsch. Aber es ist einfach nur hart, mich so zu beleidigen. Also ich habe noch nie jemals irgendwen so beleidigen sehen, das ist also falsch gemacht. Man macht so Spaß, dann können sie gesagt, hä? Ich bin ein Junge, weißt du? Und dann zum Spaß, bin ich ein Mädchen. Was? Bin ein Mädchen. Aber jetzt sagten alle, ich wäre ein Junge, was ich nicht bin. Aber jetzt wissen sie, dass ich ein Mädchen bin, was ich für richtig halte. Und dieser Brief ist nicht zum Aushöhlen, also ich finde es einfach nur dumm. Hä? Aber das ist doch... Jeder, der... Also Sabrina Dorkel hat ja... Also das weiß man doch, dass Sabrina Dorkel ein Junge, ein Mädchen ist. Nein, Quatsch! Sabrina, ist doch okay. Jeder weiß, dass du ein Mädchen bist, oder? Warum noch nicht? Oder ist doch auch egal? Oder ist doch egal, ob sie jetzt denken, du bist ein Junge oder ein Mädchen. Spielt doch überhaupt keine Rolle. Und wieso sollst du gemobbt werden? Was ist das denn los? Hör mal auf, dir solche Gedanken zu machen. Bitte. Und an jeden, der jetzt auch nicht Sabrina Dörkel ist, der sich immer den Kopf zermartert wegen sowas. Hör doch mal auf. Sich den Kopf wegen so einem Scheiß zu zerbrechen. Das ist doch total unsinnig. Regt euch doch nicht so auf. Leute, regt euch doch nicht so auf. Tuva Loudsmith. Hi Perky, deine Videos sind der Hammer. Bei jedem Video muss ich lachen. Du bist mein Lieblings-Set-Player. Ja, danke schön, Tuva. Danke schön. Solche Briefe will ich. Nein, Quatsch. Ich freue mich natürlich über jede Art von Post. Vielen lieben Dank, liebe Tuva Loudsmith. Ich bin da immer noch total wegen diesem ganzen Mobbing und Aufregen. Mann, nehmt euch doch nicht immer alles so zu Herzen. Und es ist nicht immer alles so schlimm, wie ihr mal denkt. Es ist nicht so schlimm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Episode. Post. Zur nächsten Post-Episode. Postapokalyptischen Post-Episode. Tuff Loudsmith. Schreibt mir, Omgeish konnte schreiben. Ja, das konntest du, liebe Tuff. Cassandra Night Mountain schreibt, sorry, ich habe im letzten Brief was vergessen. Privat. Oh, dann nicht. Aber dann, Moment. Dann schreibt sie, das war wegen Club, toll. Das ist also privat, oder was? Tuffa Loudsmith, schon wieder, ich mal wieder. Sie hat doch gerade schon wow geschrieben. PS, ich finde es immer noch cool, wenn du sagst, what the hell? Hahaha. Okay. Lina Ketzon, ein Test. Hallo, Peggy, das ist ein Test. Ja, dann ja. Dann hier eine russische Nachricht. Hi, ich wollte mal fragen, ob ihr noch einen Platz im Club habt für mich. Nein! Keine Clubanfragen mehr. Nee, wieder! Lina Ketzon und Fragen hat sie auch. Hallo, Peki.
komisches Sternchen-Smiley-Face. Eins, hast du meine Nachricht über Facebook bekommen? Keine Ahnung. Seit wann machst du eigentlich YouTube? Oh, seit mehreren Jahren. Ich hatte schon mal einen Kanal davor und da habe ich auch schon YouTube-Videos gemacht. Jetzt, glaube ich, schon so 5 Jahre oder sowas. Auf 2 Kanälen. Auf diesem Kanal jetzt, glaube ich, ist es das 2. Jahr. Bist du lieb? Ja, doch. Ich glaube, zu nett. Ich bin zu nett. Ja. Kannst du dein allererstes Video YouTube verlinken, YouTube-Video verlinken? In der Infobox. Kann ich machen? Mein allererstes auf meinem alten Kanal, muss ich gucken, mache ich. Also ich kann das älteste, ich mach mal das älteste Video, das ich auf YouTube hochgeladen habe. Müsste auf meinem alten Kanal das erste Video irgendwas mit Minecraft sein wahrscheinlich. Egal. Mache ich. Sehr gerne. Unter dieses Video, wenn ich es nicht vergesse. Okay, das war's. Und ach ja, du bist der beste YouTuber aller Zeiten. Dankeschön. Immer wenn ich traurig bin und deine Videos gucke, bin ich wieder voll happy. Und muss fast immer lachen. Fast immer. Na gut, das sollte reichen für mich. Und deine freundlichen Grüße an deinen Club. Ja, werde ich ausrichten. Ich hoffe, dass ich irgendwann ein Mitty werde. Obwohl das wahrscheinlich nie passieren wird. Ja, ganz genau. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Da es keine weiteren Mittys geben wird. Das sei euch schon jetzt mal so gesagt. Ihr seht, dass hier drüben steht Naomi. Na, fällt euch was auf? So viel zu dem Thema. Lisa Dearside. Oh, der Bruder von Sabrina Dorkel. Hi, ich bin ein sehr großer Fan von dir, bin ein Junge. Ja, wenn's der Bruder von Sabrina Dorkel ist, ich finde deine Videos voll fetzig. Ah, ich finde dich voll fetzig. Ich habe YouTube und besitzt YouTube-Abos. Aha, er besitzt YouTube-Abos. Mhm. Darf ich in den Club? Nein. Die Mädels finden mich voll sehr auch sympathisch. Ich habe schon Kontakt aufgebaut. Hau rein, Perky. Extra. In Klammern. Deine Lisa Aka Toshiro, bla. Ja, der macht übelst schlechte Videos auf YouTube. Vivian Leidhaven. Bitte im YouTube-Video vorlesen. Mach ich. Hi, Perky. Du machst so hammermäßige Videos. Herzchen, Smiley. Wie viele Pferde hast du? Keine Ahnung. Ich glaube 8. Ich wollte schon mal... Oh, das mache ich. Pferdevideos. Ich bin ein großer Fan von dir. Dankeschön, Vivian. Oh Mann, ich weiß einfach nicht, was ich noch schreiben soll. Ach ja, würde mich auf eine Antwort freuen. Ja, dann sei die Antwort hiermit gegeben. So einfach geht's. Liebe Grüße, Vivi. Ja, dankeschön. Liebe Grüße zurück von Peggy. Lisa Slowstone schreibt. Ey, Peggy, darf ich in den Club? Nein! Alina Beforest schreibt. Hi. Ich wollte erstmal sagen, dass deine Videos immer extrem Hammer sind. Zweitens wollte ich dich fragen, ob ich in deinen Club darf oder auf der Warteliste vom Club. Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. Einen schönen Tag noch. Alina. Ja, momentan schwierig, Alina. Vielleicht mal in ein paar Wochen, Tagen, wie auch immer. Momentan nicht. Momentan bin ich alleine. Ist besser so. Michelle Disco Ride, Freundin möchte Club. Hi, Pecky. Meine Freundin Monique Sharkvalley ist extra für dich auf Server 2 gewechselt. Sie möchte in deinen Club. Sie wäre sehr enttäuscht, wenn du sie nicht einladen würdest. Sie ist für dich gewechselt. Ja, vielen Dank für dein Verständnis. Okay, muss ich mir überlegen. Wer extra gewechselt hat, ist natürlich schon schwierig, weil das natürlich schon, ja. Liebe Monique, ich weiß nicht, wir müssen mal gucken. Ich werde mir das mal notieren, Screenshot-mäßig, und dann mache ich mir Gedanken darüber und werde euch postwendend informieren. Oh Gott, Conny Silent Lord. Hi Perky, ich hoffe, du liest dies durch. Okay, ich lese es durch. Ich habe mir deine Videos angesehen und bin einer von deinen größten Fans. Das freut mich. Ich bin sehr stolz und froh auf dich, dass du ein Let's Play über Star Stable gemacht hast. Ja, darüber bin ich auch sehr stolz. Ich wäre sehr froh, wenn du mir eine FA machen kannst. Na, kann ich eher nicht. Ich weiß, dass du keinen Platz mehr da hast, aber kann ich dann auf die Warteschlange? Eine Warteschlange für meine Freundschaftsliste? Das wäre schon ein bisschen extrem. Bitte schreib mir zurück, also schreiben, weil ich den Brief als Andenken haben will. Falls du deine FA lesen kann. Was? Falls ich nicht auf deine FA Liste kann. Ich weiß, du denkst vielleicht, die will nur bei meinen Videos dabei sein, aber so ist das nicht. Ach, du willst nicht bei meinen Videos dabei sein? Ja, toll. Magst wohl meine Videos nicht. Doch, sie hat umgesagt, ich mag deine Videos. Okay, egal.
Ich freue mich einfach sehr, wenn wir in Kontakt bleiben. Wieso bleiben? Und ja, ich habe dich auch die ganze Zeit verfolgt. Aber wenn ich dir was gesehen, geschrieben habe, dann haben alle gesagt, weggemacht. Dann haben alle das weggemacht. Hä? Also, die haben dann den Chat vollgeschrieben. Trauriges Smiley Face. Liebe Grüße, Conny Silent Lord. Ja. Es geht natürlich nicht, Conny, dass man da den Chat vollschreibt, ne? Das geht, das ist nicht okay. Einfach nicht okay. Liebe Conny. Finde ich nicht gut. So, und weiter geht die wilde Luzi. Ich weiß gar nicht, ob wir schon bei einer neuen Folge sind. Ich glaube nicht. Ich mache mal eben noch hier so 2, 3, oder? Oder? Habe ich beim letzten Mal Tschüss gesagt? Oh, ich bin so verwirrt. Agnes Flowerfield möchte wissen, hi Peggy, ich wollte fragen, ob ich mit dir befreundet sein darf. Kannst du, wenn du mir eine Freundschaftsanladung schickst und meine Liste einen Platz frei hat? Bist der Beste der Besten. Dankeschön. Wenn ja, könntest du mich dann anschreiben per Post. Nein. Kirsten Snowyard. Dein Club ist der Hammer. Das stimmt. Kann ich mit deinem Club etwas unternehmen? Ja, das kannst du gerne versuchen. Momentan befinden sich aber leider nicht allzu viele Leute im Club. Für die, die jetzt im Club waren oder sind und sich das hier gerade anschauen. Ich habe den Club leergeräumt, weil das mir momentan einfach lieber so ist. Also ich habe viel mitgekriegt, dass da viel so gezankt wird und gelästert wird und hintenrum und lauter so ein Scheiß. Und ich habe dafür keinen Nerv und keinen Bock und ich finde es sinnlos, wenn dann irgendwelche Leute Lügen über Dinge verbreiten, von denen sie keine Ahnung haben und generell überhaupt alle lästern und Zeug machen. Und deswegen habe ich kurzzeitig meinen Club komplett gelöscht. Zusammen mit meiner Clubleitung haben wir uns das überlegt und haben uns gesagt, okay, das ist die logische Konsequenz daraus. Und ja, deswegen ist es jetzt so. Das heißt nicht, dass der für immer geschlossen sein wird, aber momentan ist es mir einfach lieber so. Tut mir schrecklich leid für die, die jetzt neu im Club sind und auch natürlich für die, die immer vollbildlich waren und natürlich immer brav waren und natürlich immer nett und nie irgendeinen Scheiß gebaut haben. Für die tut es mir sehr leid, aber es ist ja nicht für immer, sage ich jetzt mal. Aber es ist momentan einfach so. Also bitte Verständnis haben. Ihr seid selber dran schuld. Also jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt und so ein bisschen denkt sich, der ist daran schuld. Ja, also es gibt niemand Bestimmtes, sondern es liegt einfach generell an den Leuten, die im Club sind oder im Club waren, wie auch immer. Das macht mir halt dann momentan einfach keinen so einen Spaß. Das ist die einfache Antwort. Könnt ihr euch selber so ein bisschen auf die Nase, ne? Egal. Gut, dann löschen wir das. Miranda Dragonhome. Hi YouTube. Oh, da will sie ins Video. Lieber Peggy, ich würde gerne in deinen Club kommen. Bitte sag ja. Nein! Und noch ein paar Sachen für deine Videos. Deine Videos sind einfach fantastisch. Ah, das ist cool. PS, gib nie auf. Nein, ich gebe nie auf. Und meine Videos sind wirklich pferdetastisch. Brittany Southdawn schreibt, hey, zweimal schreibt sie, hey. Hi, Packy, ich bin jetzt auch endlich auf Server 2. Ja, das ist natürlich blöd, weil die Leute von Server wechseln. Okay, ich mache auch hier einen Screenshot. Und, genau. Wenn sie schreibt, egal wann, dann passt das. Dann machen wir das, Brittany, okay? Herr Peck, ich bin es nochmal, Brittany. Ich hoffe, du hast schon einen langen Brief gelesen, dass ich auch mit Leuten aus dem Club befreundet bin. Echt, aber cool. Dein Club wäre mega cool. Ja, mein Club ist oder war auch mega cool. Aber es gibt halt ein paar Leute, die dann halt eben, ne? Ja. Genau. Brittany Southdawn, schon wieder. Hey, nochmal. OMG, hi, Peggy, sorry, dass ich so viel schreibe, aber ich habe wieder was vergessen. Ich stelle mich mal vor. Also, ja, gerne dein Club. Das alte Raute, wenn ein größer Fan, denke alle möglichen. Pizza, Döner, liebes Trinken, Fanta, Wasser, Cola. Lieblingstiere, Pferde, Hunde, Katzen, Hobbys, SSO spielen, in SSO dich suchen. Ich will mal sehen, es ist okay. Ich hoffe, das reicht. Ja, das würde auf jeden Fall reichen. Vielen Dank, liebe Brittany. Das wäre auf jeden Fall sehr hinreichend. Dann kommen wir hauen noch schnell ein paar durch. Alara Evening Green, eine Frage. Hi, Periki. Ich wollte nochmal fragen, ob du und deine Clubbies, Naomi und so weiter, mir noch antworten auf meine Frage. Kennst du sie ja, oder? Nein, irgendwas mit dem Club wahrscheinlich, oder? Hast es ja gehört, gell? Hast es ja gehört. Und jetzt machen wir aus. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.